Hallo, hier ist Markus Happ. Ja, ich möchte heute eine biblische Glaubensperspektive geben und euch ermutigen, mit vielen guten Verheißungen und Worten aus der Bibel in dieser Krisenzeit. Am 24. Februar hat ja die Welt eine weitere Erschütterung erlebt, wie wir das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so in Europa nicht erlebt haben, auf diese Weise, dass eben der Krieg in der Ukraine begonnen hat, der zurzeit auch immer noch weitergeht. Aber es ist wichtig, worauf wir schauen, dass wir nicht in diese Schrecknisse schauen und nur auf die Medien oder auf das, was der Feind tut, weil das raubt Glauben. Und Glaube ist nötig, um die Welt zu überwinden und auch um Weisheit von Gott zu empfangen. Und Jesus sagt in Matthäus 11, ich möchte mit euch einige Bibelstellen durchgehen, Matthäus 11, 28 bis 30, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig, von Herzen demütig. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ich glaube, ihr Lieben, das ist die Zeit, wo wir zu Jesus kommen müssen und diese Lasten des Krieges in der Ukraine Gott geben, dass wir in Gottes Hände, in Fürbitte und Gebet die 40 Millionen Ukrainer geben, auch Wladimir Putin, Russland geben und dass wir ihn segnen und dass wir beten, dass er zur Besinnung kommt und dass dieser Krieg beendet wird, dass hier Gerechtigkeit vom Himmel passiert und dass eben Russland sich zurückzieht aus diesem Krieg. Wir müssen die Dinge in Gottes Hände befehlen und wir dürfen uns nicht sorgen, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Paulus sagt in Epheser 6, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Finsternismächte, gegen Mächte und Gewalten der Finsternis in der himmlischen Region. Und wir müssen Satan, der ein Menschenmörder ist, binden, die Finsternismächte binden und wirklich Shalom beten, Frieden über der Ukraine, auch über Europa, über der Welt, dass Gottes Friede vom Himmel her wirklich sich durchsetzt in dieser Zeit.